Gute Nacht, mach deine Augen zu und schlaf gut. Ja, Menschen und die meisten Tiere schließen ihre Augen, wenn sie schlafen. Aber bei Fischen sieht das ganz anders aus. Erst einmal haben die meisten Fische keine Augenlider, weil sie sie nicht wirklich brauchen. Säugetiere haben Augenlider, damit Staub, Schmutz und andere Partikel aus der Luft nicht in ihre Augen kommen. Außerdem helfen die Augenlider, unsere Augen feucht zu halten. Weil die Umwelt unter Wasser ganz anders ist als an Land, kommen die Fische ohne Augenlider aus. Dafür haben sie aber ein paar ausgefallene Dinge wie Kiemen entwickelt. Aber manche Fische, wie zum Beispiel Haie, haben Augenlider. Sie gehören zu einer heterogenen Gruppe. Einige von ihnen, wie Ammenhaie, die im Salzwasser leben, ruhen tagsüber. Und wenn sie im Schlaf gestört werden, reagieren sie erstmal langsam. Andere Haie und Fische, wie Thunfische, müssen ständig schwimmen, sonst könnten sie nicht atmen. Wenn sie schwimmen, bewegt sich das Wasser über ihre Kiemen und ziehen so den wertvollen Sauerstoff raus. Es gibt noch andere Fischarten, die Augenlider haben, aber die sind sehr speziell. Sie sind dick und irgendwie durchsichtig. Sie können also durch sie hindurchsehen. In der Wissenschaft glaubt man, dass es eine Art Brille ist, die ihnen hilft, ihren Blick zu fokussieren. Alle Fische haben sehr unterschiedliche Schlafgewohnheiten. Der Zebrafisch schläft normalerweise nachts, genau wie wir Menschen. Wenn er sich ausruht, schwimmt er nicht mehr und seine Atmung verlangsamt sich. Der mexikanische Höhlenfisch lebt in Höhlen und Flüssen. Die, die in Höhlen leben, haben sich an ihre Umgebung angepasst. Weil sie keinen Sonnenaufgang und keinen Sonnenuntergang erleben, haben sie einen anderen Rhythmus, bei dem sie sich aber trotzdem auf ihre innere Uhr verlassen. Weil sie ständig in der Dunkelheit leben, haben sie ihr Augenlicht verloren und ein geringes Schlafbedürfnis. Einige Arten von Riffbarschen, die in Korallenriffen leben, schwimmen schneller, wenn sie sich ausruhen. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass sie wahrscheinlich eine Gehirnhälfte in den Schlaf versetzen, während die andere Hälfte aktiv ist, genau wie bei Delfinen. Wenn die Nacht hereinbricht, verteilen Papageienfische einen Schleimkokon um sich. Das ist eine Art stinkender Schlafsack, der sie im Schlaf vor möglichen Gefahren schützen soll. Manche Fische verkeilen sich an einer sicheren Stelle in den Korallen oder im Sand, andere finden ein geeignetes Nest. Und Zitronenhaie liegen still auf dem sandigen Meeresboden. Einige treiben an Ort und Stelle, weil sie mit dem Maul atmen, das das Wasser durch die Kiemen drückt. Aber im Allgemeinen liegen die meisten Fische im Schlaf regungslos da, reagieren langsam auf alles, was in ihrer Umgebung vor sich geht und atmen langsam. Fische haben einen ziemlich guten Geruchssinn. Sie nutzen ihn, um Raubtiere zu wittern, sich gegenseitig zu identifizieren, sichere Orte und Essen zu finden. Übrigens, die meisten mögen den Geruch von Menschen nicht, wenn sie herumschwimmen. Fische können mit ihrem ganzen Körper schmecken. Ihre Geschmacksknospen befinden sich nicht nur auf der Zunge, sondern auch auf den Lippen und an anderen Stellen ihres Körpers. Die Geschmacksknospen funktionieren aber nur, wenn sie feucht sind. Und da Fische ständig von Wasser umgeben sind, können sie ihr Mittagessen schon aus der Entfernung schmecken und nicht erst im Maul. Einige Quallenarten können so groß wie Menschen werden. Aber es gibt noch größere Quallen, wie die gelbe Haarqualle. Sie schwimmt in ihrer vollen Länge von etwa 37 Metern im Ozean herum. Riesenkalmare haben die größten Augen aller Tiere auf unserem Planeten. 28 cm im Durchmesser, eine Linse so groß wie eine Orange. Auch der Rest des Körpers ist riesig. Einer wiegt etwa 455 Kilo und kann 8 Meter lang werden. Forschende glauben, dass er sogar noch länger werden kann, und zwar bis zu 14 Meter. Einige Seeschlangenarten atmen durch ihre Haut, eine sogar durch die Kopfspitze. Sie hat ein kleines Loch und eine Ansammlung von Blutgefäßen, die den Sauerstoff aus der Umgebung aufnehmen und zum Gehirn leiten, während sich das Tier unter Wasser bewegt. Je tiefer du in den Ozean vordringst, desto seltsamer wird es. Der extreme Druck, die Dunkelheit und die Kälte in der Tiefe verbergen Kreaturen wie Vampirtintenfische, Koboldhaie, riesige Bartwürmer und auch den Gespensterfisch. Das ist ein riesiger Fisch mit einem durchsichtigen Kopf. Seelöwen können tanzen, wenn sie einen guten Beat hören. Damit sind sie die zweiten Tiere auf der Erde, die ihren Körper nach einem externen Takt bewegen können. Sie sind ziemlich schlau und können sogar ein paar coole Dance-Moves lernen. Haie sind älter als Bäume. Die ersten Bäume tauchten vor 350 Millionen Jahren im Gebiet der Sahara auf. Damals gab es dort noch einen Wald. Haie gibt es schon seit 450 Millionen Jahren. Quallen und Pfeilschwanzkrebse gibt es auch schon länger als Bäume. Walgesänge können uns helfen, den Meeresboden zu kartieren. Männliche Wale benutzen tiefe Brüllgesänge, um ihre Partner anzulocken. Diese Gesänge sind auch das lauteste Geräusch, das aus der Meereswelt kommt. Sie sind bis zu 1000 Kilometer weit hörbar und reichen bis in eine Tiefe von 2,5 Kilometern unter Wasser. Dabei wird der Schall zurückgeworfen, was den Forschenden hilft, genaue Messungen zu machen.
Vor der Küste Japans leben winzige Würmer. Sie sind ziemlich angriffslustig und gehören zu den lautesten Lebewesen im Meer. Sie können einander gegenüber aggressiv sein und sogar kämpfen. Dabei geben sie eines der lautesten Geräusche ab, die die Unterwasserwelt hervorbringt. Die Ringe eines Baumes verraten dir sein Alter und geben dir noch ein paar Informationen über den Baum. Das gleiche gilt für den Stoßzahn eines Narwals. Du findest diese ungewöhnlichen Tiere in den arktischen Gewässern. Sie werden bis zu 50 Jahre alt und verändern mit zunehmendem Alter ihre Farbe, von blaugrau am Anfang ihres Lebens zu weiß, wenn sie älter werden. Ihre Stoßzähne sind Zähne mit Millionen von Nervenenden, mit denen sie sich ernähren und miteinander kommunizieren. Aber die Stoßzähne bekommen im Laufe der Jahre auch neue Schichten, die mehr Informationen über ihr Alter und ihre früheren Lebensbedingungen und sogar ihre Ernährung liefern. Blauwalkälber nehmen beim Heranwachsen etwa 90 Kilo pro Tag zu, vor allem während ihres ersten Jahres. Wenn sie ausgewachsen sind, können sie bis zu 1600 Kilometer weit hören und sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Kilometer pro Stunde bewegen. Ein Glaskrake wird nur selten im Ozean gesehen. Aber wenn, dann findet man ihn in tropischen und subtropischen Regionen, in tieferen Ozeangebieten, die Twilight Zone genannt werden, oder noch tiefer. Genau wie bei anderen Glastieren wie Kammquallen oder Glasfröschen, kannst du auch bei diesen Kraken fast vollständig durch sie hindurchsehen. Du kannst zum Beispiel ihren Verdauungstrakt, ihren Sehnerv und ihre zylindrischen Augen sehen. Die pinke, fast durchsichtige Phantasia ist eine gläserne Version einer Seegurke, die ihre Biolumineszenz nutzt, um vor Raubtieren zu verschwinden. Es gibt eine ziemlich bizarre mikroskopische Kreatur im Ozean, die wie eine mehrstufige Rakete aussieht. Sie besteht aus mehreren Einheiten, die sich wiederholen, einschließlich Mägen und Tentakeln. Genau wie Ameisen bilden sie eine Kolonie aus vielen Individuen, die wie ein einziger Organismus funktioniert. Walhaie sind die größten Fische der Welt. Sie gehören zu den Haien, haben aber auch viel mit Walen gemeinsam. Ihre Größe ist spektakulär. Sie können bis zu 12 Meter lang werden und wiegen etwa 20 Tonnen. Das entspricht etwa dem Gewicht von 5 Flusspferden. Ein bunter Fangschreckenkrebs ist ein bonbonfarbenes Meerestier, das ultraviolettes Licht erkennen kann. Sie haben 16 farbempfindliche Zapfen. Wir haben nur 3. Anglerfische können sich tarnen. Aber sie tun das nicht, um sich vor Raubtieren zu verstecken. Sie wollen sich verstecken, damit ihre Beute sie nicht sehen kann. Sie haben keine Zähne, also schlucken sie ihr Essen, ohne zu beißen oder zu kauen. Es gibt eine Art von Meereswürmern, deren Körper aus einem Kopf und vielen Ästen besteht. Am Ende dieser Äste können sich ein eigenes Gehirn und eigene Augen entwickeln. Das größte lebende Gebilde der Welt befindet sich im Ozean. Es ist aber kein riesiger Pilz oder ein Baumbestand, sondern das Great Barrier Reef vor der australischen Küste. Das Riff erstreckt sich über eine Fläche von fast 350.000 Quadratkilometern und ist so groß, dass du es vom Weltraum aus sehen kannst. Über 90% der Lebensformen auf unserem Planeten leben unter Wasser und sind noch unentdeckt. Dabei macht der Ozean fast 100% des Lebensraums auf der Erde aus. Unsere Ozeane sind wie ein Wärmemagnet. Die Atmosphäre lässt die Wärme nicht entweichen, aber diese Energie muss irgendwo hin. Sie geht direkt in die Ozeane. Deshalb sind die Temperaturen der Ozeane in den letzten Jahrzehnten gestiegen. 90% der vulkanischen Aktivität auf der Erde findet im Ozean statt. Die größte bekannte Konzentration vulkanischer Aktivitäten befindet sich im Südpazifik. Ein Gebiet, das nicht größer als New York ist, aber mit mehr als 1100 Vulkanen bestückt ist. Der Druck am Boden des Ozeans ist beeindruckend, besonders im Marianengraben. Wenn du dort runtergehen könntest, würdest du dich fühlen, als würdest du 50 Jumbo-Jets auf den Schultern tragen.